Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Monatsanfang. Wir schreiben den 2. Februar und es schneit aus allen Wolken und die weiße Pracht und das positive Wintererlebnis lässt sich hier auf den Australdollar überhaupt nicht projizieren. Der soll nämlich heute hier im Fokus stehen. Wir sehen hier wieder die klassische Beschau der verschiedenen Timeframes und es wird eins deutlich, sowohl im großen Big Picture Wochenchart als auch Tageschart und Stundenchart weisen alle Tendenzpfeile gen Süden. Das Währungspaar weiter erheblich unter Druck und ja, eine Stabilisierung lässt hier irgendwie ganz schön auf sich warten. Wir sehen, damit fangen wir erstmal an, hier im Wochenchartintervall, ja, die starke Korrekturwelle, die Parität, die hier im Handelsjahr 2012 bzw. 13 hier nicht gehalten werden konnte, wirkte sich dann entsprechend negativ auf das Währungspaar aus. Auch natürlich hier die Situation, dass Leitzinssenkungen nicht mehr in Erwägung gezogen wurden. All dies letztlich dann hier inklusive der insbesondere ab Mitte 2014 gestoppten US-Dollar-Stärke bringt den Aussie hier die Händlerbezeichnung für den Australdollar gegenüber dem US-Dollar unter Zugzwang. Wo können wir denn jetzt hier Haltepunkt ausloten? Denn hier mit Unterschreitung der Marke von 0,80, 80,50 hier dieses Level, sprich hier diese Tiefs aus 2010, beschleunigte sich der Abwärtstrend hier nochmals. Wir sehen diese sehr, sehr schwarze, schwache Kerze von Mitte Januar. Und jetzt die Situation, die, dass wir hier immer noch auf der Suche nach einem Boden sind. Wenn wir hier ins Jahr oder uns rausrollen im Chartverlauf, dann sehen wir hier ja aus dem Jahr 2009, hier der kleine Spike aus dem Jahr 2007 und hier diverse Hochpunkte aus den Vorjahren, die aktuell auf diesem Level, wo wir uns gerade befinden, durchaus eine temporäre, vielleicht zwischengeschaltete, korrektive Erholungsbewegung begünstigen würden. Das kann man hier zumindest jetzt mal mutmaßen, dass der Australdollar gegenüber dem US-Dollar theoretisch hier Umkehrpotenzial besitzt, zumindest kurzfristiger Natur. Dafür fehlen aber nach wie vor die Anzeichen und es lässt sich hier noch nicht mutmaßen, dass es wirklich soweit ist. Das kann hier definitiv die nächste schwarze Woche folgen. Und da gehen wir auch jetzt gleich mal in den Tageschart. Da sehen wir eben hier, dass wir unlängst diese schwache Kerze, beziehungsweise vielmehr die zwei schwachen Kerzen, einmal jene hier vom 28, halt 29.01. und dann die hier in Shooting Star Manier vom 28.01., die hat hier sicherlich eine ja, weitere Zerstörung des Chartbildes zur Folge gehabt. Und die aktuellen Gegenläufe hier von der Sonntagseröffnung und heute sind natürlich hier mit den zwei schwachen Tagen vom Donnerstag und Freitag der letzten Woche sichtlich hinfällig. Jetzt ist natürlich die Frage, wo kann das Währungspaar denn hier, wenn es eine weitere Erholung gibt, hinlaufen, beziehungsweise wo könnte es dann gleich wieder stoppen? Das haben wir hier unmittelbar über 0,80. Das Level können wir definitiv gleich als markante Widerstandszone definieren, sofern der Australdollar hier tatsächlich ansteigen sollte. Das sieht aber aktuell nicht danach aus, als würden wir überhaupt bis dahin kommen. Das zeigt uns nämlich hier der Intraday-Chart. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Und da sehen wir hier ja, die Konstellation der jüngsten Erholungen. Hier, wie gesagt, der Widerstand 0,8050, müssen wir so ein Stück weit rauszoomen. Da oben haben wir es hier, dieses Level, diese breite Zone. So, das wäre hier 0,8025, 0,8050. Das machen wir jetzt nicht direkt auf den Pip Fix. Hier oben wäre definitiv eine sehr, sehr markante Umkehrzone für den Fall, dass er sich tatsächlich so weit erholt. Aber da sieht es eben aktuell nicht nach aus. Auch wenn, jetzt führe ich Ihnen natürlich gleich wieder den Tageschart-Statistik oder besser gesagt das Tageschart-Statistikbild hier zu Rate. Hier sieht es so aus, als wäre natürlich insbesondere der Montag mit Blick auf die letzten 52 Wochen ein positiver Handelstag, ähnlich wie hier dann Wochenmitte und Donnerstag, schwach hingegen Dienstag und Freitag. Das ist die Tendenz, aber aufgrund der starken Abwärtsdynamik, die wir hier am Markt sehen und der jetzig aufgeführten Konstellation scheint es eben hier doch nicht heute, schrägstrich in den kommenden Tagen, positiver zu werden, denn wir haben hier bei knapp unter 0,87 ein klares Widerstandslevel. Das kann man hier sehr schön fix machen anhand der jüngsten Hochpunkte. Und der geübte Charttechniker wird natürlich hier auch sehr, sehr schnell eine Dreiecksformation erkennen. Und zwar nennt sich das hier fallendes Dreieck. Also wir sehen hier oben den Widerstandsbereich, hier eine Konsolidierungserholung, besser gesagt aufsteigendes Dreieck, nicht fallendes Dreieck, ein aufsteigendes Dreieck. Und dieses impliziert an für sich hier einen Ausbruch nach oben. Genau, das ist der Grundgedanke, aber den man hier jetzt in einer gewissen Art und Weise relativieren muss, denn wir haben hier ein Widerstandslevel
Und wenn wir hier nicht rauskommen, über 0,78 per Stundenschluss, idealerweise auch per 4-Stunden-Schluss, dann hätten wir, wie gesagt, einiges an Aufwärtspotenzial. Die Option darf man im Sinne des aufsteigenden Dreiecks nicht vernachlässigen. Aber wenn wir diese Aufwärtstrendlinie brechen, und da wären auch hier insbesondere die Tiefs des heutigen Tages hier zu begrüßen, beziehungsweise auch hier mit der Tendenz vom 30.01., wenn wir hier das Niveau von 0,7750 unterschreiten würden, dann hätten wir dieses aufsteigende Dreieck nicht regelkonform. Da ist nämlich die Tendenz, dass wir nach oben ausbrechen, sondern hier eben entgegen der klassischen Regel, aber Trend folgend nach unten aufgelöst, und dann dürfte sich hier eine weitere Schwäche erschließen. Das Ganze stützt neben dem übergeordneten negativen Chartbild auch, und das zeige ich Ihnen natürlich an dieser Stelle gern, diese Fuzzi-Vektorlogik, die uns hier aktuell darstellt, dass der Ostdraht gegenüber dem Ostdraht auch hier diese Dreiecksformation hat, aber rein von den Parametern der Fuzzi- und Vektoranalyse, also hier der jüngsten Vergangenheit, die denn hier dazu dient, einen Vorausblick auf die laufende Entwicklung zu haben, hier im Stundenchartintervall, da wird sehr, sehr deutlich, dass wir hier doch noch weitere Tiefs bis heute Abend, Schrägstrich wahrscheinlich bis in die Morgenstunden sehen könnten. Das hier aber auch nur eine statistische Tendenz für den Fall, dass wir eben hier unter 0,7750 fallen. Wir sehen, das hätten wir an für sich schon tun sollen nach der statistischen Auswertung. Wir haben es nicht getan. Das macht es spannend. Gehen wir nach oben raus, könnte sich das Bild hier komplett umkehren. Und dann spielt diese Tendenzprognose hier auch keinerlei Rolle. Dann dürfte es nämlich eher eben, wie gesagt, nach oben doch den korrektiven Impuls bis 0,8025, 0,8050 geben. Aber wir sehen hier aktuell doch eher die Rahmenbedingungen, auf welche Marken man achten müsste. Und das ist eben hier genau das Niveau, was wir uns jetzt anschauen. Und das ist hier 0,77 auf der Unterseite, 0,7750. Dann haben wir einen Short-Setup, 0,78 per Stundenschluss drüber haben wir durchaus ein Long-Setup. Das wären mal die Optionen gewesen für den heutigen Handelstag, für den Fall, dass Sie sich am Montag engagieren. Der Montag ja generell eher ein Tag, wo man hier Zurückhaltung üben sollte, da ja tendenziell so eine Art Richtungssuchung immer angesagt ist. Aber jeder hat hier seine eigenen Ansätze und seine eigenen Prämissen, wie er denn hier an dem Markt vorgehen will und tut. Wir haben an dieser Stelle praktisch schon alles dargestellt, was es heute zum Australdollar zu sagen gibt. Wenn Sie mögen, schalten Sie in den kommenden Stunden nochmal bei JFD Live Trading TV an oder morgen zum Devisenradar. Hier der klassische Haftungsausschluss wieder, dass das natürlich alles Marketinginformationen und keine Handelsempfehlungen sind. In diesem Sinne, noch einen angenehmen Handelstag und wenn Sie mögen, bis später, beziehungsweise bis spätestens morgen. Tschüss.